Hey Leute, willkommen zurück zu Number 70, Eye of Basir. Ich habe jetzt das Okular gefunden, von dem die Rede war. Und mit dem Ding sollte ich jetzt ein paar Sachen so sehen, wie sie wirklich aussehen. Zum Beispiel Fußspuren hier auf dem Boden. Und dass diese kleine Göre gar nicht so aussieht, wie auf dem Bild hier. Na gut, das macht es jetzt auch nicht viel schlimmer, aber... Oh, da ist eine 6 drauf auf dem Bild. Oh! Was zum... Dieses kleine Göre. Was soll das? Die schmeißt uns einfach mal auf den Boden. Lieber jetzt was trinken, bevor es zu spät ist. Was soll das? Was steht da? Das ist wohl türkisch, ne? Ich kann es nicht lesen. Oh Gott, du kleines Dreckstück. Oh! Was? Was? Warum? Hat uns jemand eingesperrt? Ach, warte. Ich kenne den Trick, ich brauche was Spitzes. Na gut, eigentlich ist das nicht möglich, weil dafür müssen wir erstmal den Schlüssel in die... In die Grundposition bringen. Boah, was Spitzes? Eine Zange? Oh, guck mal da. Boah. Oh, ist das ekelhaft hier. Ekelhaftes Zimmer. Es geht doch nicht mit der Zange, oder? Ach hier. Ach, ein Nagel. Na dann. Gar nicht so blöd, der Kerl. Der Hahn ist gar nicht so blöd. Aber die Zange will ich trotzdem behalten. Das finde ich jetzt wiederum doch blöd. Ah. Cool. Also ist trotzdem irgendjemand hier und schließt uns ein. Warum müsst ihr das so langsam machen und so geheimnisvoll? Na Mädchen, du bleibst hier, ja? Wo führten die Spuren denn hin? Ich kann das Ouija-Brett mitnehmen. Ich würde schon sagen, es stand doch No drauf. So, No. No. Was ist das denn hier die ganze Zeit? Halt die Schnauze, Hundi. Jedes Mal, wenn ich das Ding aufhabe, hören wir es flüstern. Und ich habe gemerkt, es hat keinen Checkpoint. Also man muss es dann wirklich wieder von vorne spielen, sofern man einfach das Spiel beendet. Das ist neu. Das ist neu. Was? 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 Warte, was ist los? Ich hab ein Black Screen. Oh, ach, das war eine Zwischensequenz. Ich dachte schon. Hat sich aufgehängt. Ist das Haus jetzt auf einmal doch kein Puppenhaus mehr? Verstehe es gerade nicht so ganz. Na gut, wir sehen das noch durch das Okular, aber... Okay. Wir sind doch hier, aber jetzt habe ich halt permanent dieses Okular vor Augen. Ich hoffe, das verpixelt nicht so sehr auf YouTube dann. Die Gläubigen verbergen ihre geheimen Beweggründe im Schatten, doch niemand konnte ahnen, dass arglose Schritte diejenigen aufwecken würden, die im Dunkeln begraben sind.
Ja, das ist wohl so. Okay, also das Verschwommene ist ein bisschen störend, finde ich. Ich möchte das nicht. Irgendwas? Ach, ich habe das... Ich habe das schon auf, das... Nee, ich habe das nicht auf. Warum ist hier alles so verschwommen? Ah, guck mal hier, Old Mastage. Das ist das Studio, die das gemacht haben, das Spiel. Old Mastage. Alte Schnurrbart. Warte mal, was? Ah, meine Forschungen zum Spiritismus haben nichts gebracht. Dabei war ich ein paar Mal so nah dran, ob ich Alberts Seele beschwören könnte. Warum solltest du das? Ach. Hat er das jetzt in die Halterung, das Okular? Ja, das war ein bisschen dramatisch jetzt. My grandmother, Aras and I lived in an old house when I was a kid. This weird house where we lived with our grandmother for so many years was located in a narrow street and all our memories are connected to it. Some nights, the house was filled with pure silence. On such nights, things happened that we could not explain. Objects would switch places. And sometimes we would sense something passing by the door. One day, as I was passing by my grandmother's room, I noticed a small chest. I reached for it, but my grandmother caught me and rapped me across the knuckles. I had never seen my grandmother that angry before, and I never saw that chest again. Ist ja ein bisschen melodramatisch. Also, die Sequenzen, die ziehen sich doch etwas. Ja. Also, sehe ich das richtig? Wir müssen nach Erhans verschwundenem Bruder suchen, oder? Ja, ich würde gerne. Kann nichts machen. Ich habe leider keinen Gegenstand, um das hier auszubuddeln. Und ich habe den Okular auch nicht mehr, von daher... Also ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden. Warum stand er vor dem Haus und auf einmal waren wir drin? Beziehungsweise waren wir hier? Ich meine, das Haus war doch nur ein Modell. Oder erinnert er sich nur daran und jetzt sind wir gerade in seinen Gedanken unterwegs? Es ist schwierig zu sagen, oder? Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Worte oder Gedanken dazu. In die Comments. Zack. Bunte Wimpel. Also, ich wette mit euch, wir brauchen noch irgendetwas, um diese Platte am Anfang auszugraben. Oh, das hat ja sowas von Resident Evil, wenn nicht sogar Bloodborne an sich gerade. Oh, eine Schaufel. Gut, jetzt darf ich den ganzen Weg zurücklatschen. Boah. Schrauben. Eine ganze Menge Schrauben. I think I'm screwed. Nein. Aber...
Die hätten sie jetzt ruhig ein bisschen weiter vorne hinstellen können, weil im Prinzip wird jetzt nichts passieren, außer dass wir zurücklaufen und dieses Ding ausbuddeln, oder? Nee, okay, das ist mir schon im ersten Teil beim Nachspielen aufgefallen. Also es ist doch sehr... Ah, man läuft eigentlich immer noch hin und her. Das hätten sie ruhig ein bisschen entschärfen können, weil ich meine, immerhin gibt es jetzt schon 3 Kapitel. Und auch wenn die ein bisschen kürzer ausfallen sollten... Naja... Hätten wir die Schaufel, lässt er liegen. Natürlich lässt er die liegen. Eine Münze. Ein Foto. Das sind 3 Objekte. Diese Münze, glaube ich. Dann noch eine mit Quadrat und eine mit einem Stern. Kann ich nicht einstecken, das Foto. Nimm die doch mit, bitte. Vielleicht kann ich mich damit gegen irgendwelche blöden Kinder wehren, die mich wieder hier anspringen im Wald. Das passiert mir ständig, ja. Und ich bin jedes Mal so ein bisschen traurig darüber, dass ich nichts habe, um mich zu wehren. Gerade in solchen Sachen, in solchen Spielen hier, würde ich immer gerne was mitnehmen an seiner Stelle. Aber ja. Ein bisschen düster für den Wald, oder? Wie gesagt, ich hoffe, ihr seht genug. Ich habe jetzt schon gehört bei Part 1, ja. Ich soll mich doch nur nicht so schnell rumdrehen, bitte. Okay, ich versuche es zu vermeiden übrigens. Mach vielleicht die Maus auch mal ein bisschen langsamer. Ja, nicht so langsam. Weil ich finde, in Menüs... Ja gut, im Menü konnte man, glaube ich, auch nicht sehr viel... Naja. Und die Auflösung hätten sie auch ein bisschen höher machen können. Oh, das ist schön. Eine Tür, die in den Keller führt. Ungewöhnlich. Oh, das ist irgendwie schön hier. Ich weiß nicht. Hat so einen gewissen Charme. Es ist schwer zu sagen, wie lange dieser Krieg dauern wird oder wie lange wir das hier noch ertragen, ich das hier noch ertragen kann. Der Wahnsinn nagt Tag für Tag an mir. Ihr müsst den Orden verteidigen, wenn ich nicht mehr da bin. Meine Brüder und Schwestern, ich bin überzeugt davon, dass ihr unsere Werte verteidigen werdet. Das ist schließlich unsere einzige Hoffnung, oder? Ja. Natürlich. Natürlich werden wir das. Oder eben kurz rot. Ich glaube, ich habe manchmal so ein bisschen Halluzinationen, was die Farbe angeht. 1936. Ein alter Käfer, das ist schon eine Rarität. Was? Ja, aber ich muss auch bis hierhin sagen, es ist auf jeden Fall eins der besseren Grusel- oder Horrorspiele, weil es ist halt nichts, was nur mit Jumpscares seinen Charme gewinnt, sondern eben durch gute Atmosphäre, durch schön gesprochene Charaktere, beziehungsweise Erhan ist sehr gut gesprochen, finde ich. Das gefällt mir außerordentlich, also das macht für mich schon mal viel aus, da kann ich auch so ein paar kleine Fehler verzeihen, so wie, dass man hier jetzt nicht weiterkommt oder dass die Pferde so ziemlich abgefuckt aussehen. Nein, das muss ja... Gut, dann bleibt nur noch ein Weg durch dieses Tor. Es ist so trügerisch. Es ist so schön, aber gleichzeitig so trügerisch. Warte, jetzt auch nicht. Könnte halt jederzeit irgendwas Fieses kommen. Das Kind zum Beispiel. Was hat das Kind damit zu tun? Was hat das kleine Mädchen? Ich meine, sie war doch deutlich älter, als sie herkam und hier starb dann, oder? Ich glaube auch nicht, ist das das Mädchen von dem Bild? Mit den Zöpfen? Das Kleine? Die hat da doch offene Haare. Schwer zu sagen. Leuchtturm. Muss hier irgendwo mehr sein. An der Küste sein. Oh, eine Katze! Eine Katze! Schon wieder eine Katze! Kätzchen! Die jagt irgendwas. Ah! Oh, ein Kätzchen! Ich mag Katzen so gerne. Kitty, Kitty. Okay, Leute, ab hier ist Schluss. Ich danke euch, dass ihr zugesagt habt. Nein, natürlich. Aber warum sind es immer Puppen, Mann? Immer Schaufensterpuppen. Die haben auch noch so eine bescheuerte Frisur. Oh, Kinder, ich hasse Schaufenster. Ich hasse überhaupt Puppen, ganz ehrlich. Das ist so unnötig. Okay, vielleicht ist es nötig, dass ich mich wieder erschrecke, aber... Die verzweifelten Wächter können unsere Tore nicht schützen. Sie haben nicht den Mut, gegen die Dunkelheit zu bestehen. Die Siegel sind gebrochen und der Orden bis ins Mark erschüttert. Unser einziges Ziel muss jetzt sein, Basir zu schützen und die Tore wieder zu versiegeln.
Kannst du machen. Warum geht die Tür hier nicht auf? Was ist denn Basir? Mann, hatten wir ja schon. Nummer 70, Auge von Basir. Kann ich die kaputt machen, bitte? Die Arme ausreißen und damit dann andere Sachen zerstören. Fände ich sehr, sehr gut übrigens. Warum hat er bitte das Okular zurückgelassen? Ah, oh, Herzchen, willst du eine Münze? Zum Spielen? Die kriege ich bestimmt nicht mehr wieder dann, aber... Oh, ich habe irgendwas... Irgendwas im Auge, Entschuldigung. Das nervt mich gerade tierisch. Das kitzelt. Ist sogar ein Katzenhaar. Katzenhaare im Auge. Boah. Furchtbar. Das meinte ich ja leider. Man ist halt eben nur viel am Hin- und Herlaufen, aber... Warte, da steht was. M-A. Und jetzt? Ich habe hundertprozentig schon was übersehen, ja. Irgendein Werkzeug. Nichts. Ah, hier, da steht doch was. Lass ich lesen. The Majestic. Das Majestic ist ein Hotel, schätze ich. Vermute einfach mal, es ist ein Hotel. Wird es da reingehen? Warte mal. Mal ganz kurz zu schauen. Ich hätte gerne die Schrauben mitgenommen. Okay, gut. Ich versuch's mal. Man kann sich auch leider nicht ducken oder sowas. Das ist... Da ist man auch noch sehr eingeschränkt. Nee, seht ihr, das ist hier... Ach Mann. Bestimmt habe ich irgendwo was vergessen. Bestimmt. Das ist halt ein bisschen ärgerlich jetzt. Lass mal suchen gehen. Vielleicht mal das Auto öffnen. Ein Brecheisen, na dann. So, das ist jetzt wahrscheinlich an mehreren Orten einsetzbar. Aber ich werde es wohl nur einmal nutzen können und es ist wieder futsch, ne? Ja, ja. Nämlich hier, oder? Ja. Das kann er im Vorbeilaufen, der gute Erhan. Aber aufheben kann er das Ding nicht mehr. Na, Mäuschen. Kennt ihr die Faustregel? Wenn Ratten irgendwo hin weglaufen, also von irgendetwas weglaufen, sollte man ihnen meistens hinterher. Beziehungsweise man sollte ihnen nicht unbedingt hinterher, aber das ist so ein Anzeichen dafür, dass sie vor Gefahr fliehen. Und wer bin ich, dass ich der Gefahr ins Auge blicke? Nur Erhan. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Warum ist das so dunkel? Hier sind doch überall Fackeln. In die Dunkelheit blicken und die Dunkelheit anblicken. Das war nicht dasselbe. Alter, ich sehe gar nichts. Ich möchte mir gerne so eine Fackel schnappen, bitte. Oh Gott, ist es hier dunkel. Warte. Liegt hier noch was? Nur der Text. Zum Glück sieht man ja ein bisschen so den Ausgang. Oh, ist das... I found a door that leads underground. Behind it, there was a long tunnel. It was most likely used as an escape tunnel a long time ago. At the end of the tunnel, I found an isolated, ruined church. I found several notes indicating that this place belonged to the Brotherhood. I think this church used to be their headquarters. Gut zu wissen. Der Wunsch, die im Dunkeln versteckte Macht zu sehen und zu begreifen, brachte das Unheil über sie. Ich möchte gar nicht wissen, was hier in der Dunkelheit für eine Macht lauert. Wenn es denn überhaupt eine Macht ist. Warte, ich sehe... Gänsehaut, ich sehe hier nicht das Geringste, ne? Ich sehe so ein bisschen Silhouetten und daran orientiere ich mich gerade. Das könnte alles hier sein. Aber gut, wir haben es geschafft. Aber wie hell das jetzt auf einmal ist. Das ist doch Quatsch. Als wäre es hier so hell auf einmal. Oh, ich habe kein bisschen Bammel, wie gesagt. Ich mache mal ein Päuschen, ja? Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Es wäre schön, wenn ihr das Video bewertet. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen hoch. Und schreibt mir was dazu, wenn ihr möchtet. Vielleicht kennt ihr euch ein bisschen aus hier mit der Mythologie. Mit der türkischen. Weiß ich nicht. Wir sehen uns hoffentlich wieder zu Number 70, Eye of Basir. Bis zum nächsten Mal.